Man sieht, er ist bekannt, Thorsten Lehmhüß vom Heise Verlag, und er bringt uns jetzt den neuesten Kernelog hier vorbei. Ja, ich bin zwar schon kurz eingeführt worden, aber einen kurzen Überblick gebe ich nochmal, wer ich bin. Ich bin ein technischer Redakteur für den Heise Zeitschriftenverlag, schreibe dafür CT, Heise Online und Heise Open. In CT sieht das dann so aus, das ist eben das Kernelog, was gerade schon erwähnt worden ist, wo ich halt immer einen Überblick über aktuelle Entwicklungen beim Kernel gebe. Online sieht das Ganze dann so aus. Und in meiner Freizeit war ich eine Zeit lang ein sehr aktiver Fedora-Entwickler. Das ist jetzt aber mittlerweile 10 Jahre her. Dieser Tage mache ich nicht mehr so viel. Ich betreibe noch ein kleines Repository, in dem ich Vanilla-Kernel anbiete. Das heißt, wenn irgendwer einen aktuellen Kernel testen will, unter Fedora kann man sich die da einfach runterziehen und muss sie nicht selber kompilieren. Was ich nicht bin, ich bin kein Kernel-Entwickler. Ich habe halt durch meine Arbeit einfach einen relativ guten Überblick über das große Ganze, möglicherweise sogar einen besseren Überblick über das große Ganze als der ein oder andere Kernel-Entwickler, weil die haben natürlich immer ihr Fachbereich, auf den sie sich konzentrieren müssen. Dadurch haben die andere Sachen vielleicht manchmal nicht so genau im Auge, aber ein paar Kernel-Entwickler sind hier, die mögen mir ins Wort fallen, wenn ich Unfug erzähle. Genau, der Überblick über das ganz große Ganze folgt. Das sind sehr viele verschiedene Themen. Das geht auch mit einem ziemlich flotten Tempo voran. Los geht's mit dem Vortrag. Es sind im Wesentlichen 3 Abschnitte. Einmal, was eben jüngst passiert ist, einmal, was so in letzter Zeit, also im letzten Jahr so ein bisschen entwickelt wurde oder wo dann gearbeitet wird, und dann danach dann noch, womit in den nächsten Monaten zu rechnen ist. Was ist jüngst passiert? Da geht es halt jetzt um die aktuelle Version und dessen Nachfolger. Das ist halt Linux 3.19 ist die aktuelle Version. Und dessen Nachfolger, wo es vorher angenommen worden, dass der 3.20 heißen würde, das ist aber nicht der Fall. Der bekommt die Nummer 4.0. Im Grund gibt es letztendlich nur einen. Linus Torvalds wurde die zweite Zahl zu groß. Das klingt jetzt nach nichts Besonderem, ist aber letztendlich so. Es gibt bei der Kernelentwicklung, so wie sie heute betrieben wird, keinen eigentlichen Grund, warum man irgendwann diese Zahl erhöhen müsste, weil seit 10 Jahren wird einfach fortlaufend weiterentwickelt. Er hat, bevor er den Sprung gemacht hat, sogar noch eine Umfrage auf Google Plus gemacht, wo er auch noch gesagt hat, ob den Leuten die Nummer zu groß wird. Da waren auch eine kleine Mehrheit dafür. So groß war die Mehrheit gar nicht, aber es gab eine Mehrheit dafür. Der Grund ist letztendlich derselbe wie damals schon beim Sprung von 2.6.39 auf 3.0. Auch damals waren es zu große Nummern und auch wie damals bringt der neue Kernel trotz der 0 am Ende Änderung im gewohnten Umfang. Bevor es dann aber zu 4.0 losgeht, jetzt erst nochmal zum aktuellen Kernel 3.19. Der ist, wie das steht in meinem Slide, Anfang April. Das wäre jetzt nächsten Monat. Das ist ja besonders geschickt. Das war Anfang Februar. 100 Mal dieses Slide vor Augen gehabt und das nicht gesehen. Der ist gerade zufällig heute Morgen als Update für Fedora 21 gekommen. Ubuntu 15.04 wird diesen Kernel verwenden und auch einige andere Distributionen werden diesen Kernel verwenden. Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein wenig obskur. Das ist ein Treiber für HSA-HQ bei AMD. Es ist aber letztendlich langfristig vielleicht eine der größeren und wichtigeren Neuerungen, weil es wird dadurch deutlich einfacher, GPUs für Berechnungen zu benutzen. Das heißt, das Ganze ist im Moment eher für Entwickler interessant, aber irgendwie in 2 oder 5 Jahren ist es was, was irgendwo im Hintergrund magisch dafür sorgt, dass die GPU auch für Berechnungen mehr genutzt wird, weil es einfach dann viel einfacher ist. Eine andere Neuerung ist Offloading-Support für Routing- und Switching-Aufgaben. Das heißt, der Kernel kann, wenn er Routing- und Switching-Aufgaben macht, sozusagen die Arbeit an einen Chip delegieren. Und die Idee dahinter ist, dass Mainstream-Distributionen, eben die so was man auf Servern typischerweise einsetzt, irgendwann vielleicht auch auf Switches laufen. Bisher ist das jetzt noch nicht der Fall. Dieser Support, der dann 3.19 ist, der unterstützt bislang nur einen Chip, der den QEMU emuliert. Aber das kann in 1 oder 2 Jahren schon ganz anders aussehen. Noch eine so eine obskure Änderung von 3.19 ist Atomic Mode Setting. Beziehungsweise, streng genommen, sind das auch nur Basisfunktionen eben für diese komische kryptische Bezeichnung. Was dadurch besser wird, ist die Multimonitor-Konfiguration und der Bildaufbau. Bei der Multimonitor-Konfiguration ist es halt so, dass mit diesem Atomic Mode Setting praktisch ein neuer Mode komplett in der Hardware vorbereitet werden kann und dann kann umgeswitcht werden. Und die Hardware kann dann vorher schon melden, hey, diesen Modus, den du da einstellen willst, kann ich nicht. Und dadurch bleibt bei der Umkonfiguration im Zeichen wirklich der aktuelle Mode, die Bildschirmkonfiguration aktuell erhalten. Das heißt, man hat nicht irgendwie Störungen oder steht plötzlich vor einem System, wo alles schwarz ist und man einfach nichts mehr machen kann. Der Bildaufbau wird auch zuverlässiger. Das sieht man bei Videos manchmal, dass man ein Video anfängt wiederzugeben. Und dann ist es manchmal so, dass der Fensterrahmen schon da ist und das Video noch nicht oder andersrum.
Und das liegt daran, da es da bisher keine Koordinationsmöglichkeiten war. Und durch diese Funktion ist da eine bessere Koordination möglich, das heißt, dass der Fensterrahmen und das Video gleichzeitig erscheinen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Bildstörungen, die dadurch entstehen, können auch an anderen Stellen auftauchen, aber das ist auch sowas, ist so eine Detailverbesserung, die aber doch relativ wichtig ist. Das Ganze funktioniert dann erst mit Treiberanpassungen. Die kommen teilweise mit den nächsten Kernel, sind teilweise auch schon in 3.19. Das heißt, das ist irgendwas, das schleicht sich so unbemerkt nach und nach an. 3.19 hat auch noch ein paar andere Dinge gebracht. Da sind Treiber für Touchpads und Touchscreens von Elantech dabei. Das ist jetzt für die meisten hier vielleicht auch nicht so spannend, aber wer halt just gerade dann ein Notebook mit so einem Touchpad kauft oder so einem Touchscreen, der profitiert dann davon. Dann wurde der Treiber für NVMe-Devices deutlich optimiert. Das sind SSDs, die typischerweise in PCI Express Slots gesteckt werden und da besonders schnell sind. Und die haben sehr geringe Latenzen und da musste am Kernel einiges geschraubt werden, damit da wirklich mehr aus der Hardware rausgeholt werden kann, damit nicht der Kernel der Flaschenhals ist, der alles langsam macht. Noch so eine Änderung, die dabei ist und auch erst langfristig wichtig ist, sind die Unterstützung für Intel Memory Protection Extensions MPX, das ist was, das wird die nächste CPU-Generation von Intel bieten. Letztendlich ist das wieder eine weitere Technik, um Angreifern das Leben schwerer zu machen, die mit Buffer-Overflows und ähnlichen Techniken versuchen, auf dem eigenen Rechner irgendwie gerecht zu erlangen. So, das war's zu 3.19. Jetzt halt zu 4.0. Eine der aufsehenerregendsten Neuerungen, jetzt kommen wir mal zu ein bisschen spannenderen Sachen, ist Kernel Live Patching. Das ist eine Technik, mit der sich Sicherheitslücken des Kernels beheben lassen, ohne den Rechner neu starten zu müssen. Das heißt, im Betrieb kann man dazu sagen, an den Kernel wäre ausgeführt, an das Code ran und Sicherheitslücken stopfen. Wofür ist das Ganze gut? Und das ist zum Beispiel für Rechenzentrum interessant, die monatelange Simulationen irgendwo durchführen. Die Anwendungen, die da laufen, kann man unter Umständen nicht einfach unterbrechen oder irgendwie magisch auf einen anderen Rechner schieben. Das heißt, das muss man einfach laufen lassen, aber trotzdem ist unter Umständen Security wichtig und dafür ist das dann praktisch. Anderer Bereich sind hochverfügbare Server. Da ist typischerweise ein Neustart möglich, weil eben eine Absicherung da ist, aber diese Absicherung ist unter Umständen mit Performanceverlusten oder Geld verbunden, das man dann für zahlen muss. Deswegen ist es da einfach unbequem, neu zu starten und das kann man damit vermeiden. Es lassen sich aber noch nicht alle Lücken damit stopfen. Derzeit sind es nur so ungefähr 90%. Das Ganze wird daher auch manchmal Live-Patching Basics oder Anfänger dafür bezeichnet. Es gab schon andere Techniken, die konnten ungefähr 95% korrigieren. Die nennen sich Cargraft und Carpatch. Die Entwickler dieser Techniken arbeiten bei Red Hat und SUSE und haben wahrscheinlich rein zufällig ungefähr zur selben Zeit ähnliche Techniken entwickelt und auch ungefähr zur selben Zeit vorgestellt. Und die Kernel-Entwickler nicht wollten, dass da konkurrierende Techniken für dieselbe Idee in den Kernel einziehen, haben die Jungs sich dann zusammengesetzt und eben dieses Kernel-Live-Patching geschaffen und sich dabei erstmal auf das Einfachste beschränkt. Und deswegen kann es halt nur 90%, aber dafür ist es jetzt halt auch im Kernel eingezogen. Wie funktioniert dieses Live-Patching? Da wird nicht direkt am Kernel rumgefummelt, das funktioniert über Module. Das heißt, wenn man irgendwas am Kernel ändern will, muss man einfach so ein Modul laden. Daher ist das auch keine neue Sicherheitsgefahr, wie es in Foren bei Heise Online zum Beispiel immer wieder hochgekocht wird, weil letztendlich ist es so, wenn man Module laden kann, kann man sowieso allen möglichen Unfug mit dem Kernel machen oder Code verändern. Das heißt, dieses Live-Patching ist da keine neue Sicherheitsgefahr. Wer Module laden kann, der wird einfach sein eigenes Modul oder ein Angreifer, der Module laden kann, der wird dann einfach direkt das machen, was er will. Vielleicht macht es ihm das einen Tick einfacher, aber vielfach wahrscheinlich auch nicht. Diese Module mit den Live-Patches, die kann man mit Werkzeugen erzeugen. Den wirft man praktisch einen Quellcode-Patch vor und er baut dann erstmal einen unmodifizierten Kernel, dann einen modifizierten Kernel, guckt sich die Unterschiede an und baut daraus so ein Patch-Modul. Wichtig dabei ist, der Quellcode-Patch darf keine Datenstrukturen verändern. Wer ein bisschen von Programmierung versteht, für die ist das selbstverständlich, dass Datenstrukturen, die im Speicher schon liegen, von dem unmodifizierten Kernel erzeugt worden sind, die könnte dann ein modifizierter Kernel ja nicht verarbeiten. Und deswegen muss man sich sozusagen den Quellcode-Patch angucken, ob der überhaupt geeignet ist, um einen Live-Patch vorzunehmen. Letztendlich ist es daher so, dass ein Programmierer sich diesen Patch angucken muss. Und mit all diesen Einschränkungen, die ich gerade erklärt habe, ist es dann halt am Ende so,
Das ist so ein bisschen wie mit Hotplug für PCI oder PCIe. Das klingt irgendwie cool und man möchte es zu Hause haben, aber man benutzt es da irgendwie nicht, weil es einfach zu kompliziert und zu aufwendig und gibt keinen Einsatzzweck. Da wird zu Hause startet man das System einfach neu. Das ist dann wirklich was für die Leute, die irgendwie Rechner für mehrere 10.000 Euro oder vielleicht sogar 100.000 Euro haben und SUSE und Red Hat im Jahr unter Umständen auch einiges an Geld rüberwachsen lassen. Und da werden SUSE und Red Hat dann sozusagen solche Patch-Module erzeugen und ausliefern, sozusagen als Service und sich dafür natürlich auch bezahlen lassen. So, das war das Live-Patching. Jetzt geht es wieder mit dem größeren Themenmix weiter. Was Linux 4.0 aufbringt, ist, dass der NFS-Daemon, also die Serverseite für NFS, unterstützt Parallel-NFS. Wer sich da informieren will, ist Wikipedia und Co. haben da einige Hintergründe, was man damit alles machen kann, aber letztendlich bietet es sozusagen den NFS-Clients einen Direktzugriff auf die Nutzdaten, die unter Umständen sogar auf mehreren Servern liegen kann. Das heißt, ein NFS-Client macht Server A, gibt mir die erste Hälfte dieses Riesendatensatzes, Server B gibt mir die zweite Hälfte dieses Riesendatensatzes und kriegt das dann doppelt so schnell rangeliefert, wenn das Netzwerk entsprechend schnell genug ist. Das heißt, es ist so ein bisschen RAID-0-artige Funktionen für NFS. Aber das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt jetzt. Ist aber für NFS sozusagen wichtig, um da mit den modernen Techniken Schritt halten zu können. Was tut sich noch für die Leute mit AMD-Grafikkarten, neueren? Der Radeon-Treiber im Kernel bringt besseres Fan-Management, also für den Lüfter. Das wurde bislang der Firmware überlassen, die dabei einfach ein bisschen schlechter ist als das, was der Kernel bisher gemacht hat. Und dadurch war die Karte unter Linux mit den Open-Source-Treibern häufig lauter als unter Windows oder mit den proprietären Treibern. Was 4.0 auch noch bringt, ist Unterstützung für DisplayPort Audio. Das heißt, wenn man Monitor über DisplayPort anschließt, kann über das Kabel auch gleich die Audioausgabe fließen. Letztendlich also, es wird leiser und lauter, je nachdem, was man damit macht. Nochmal drei weitere Features von 4.0. X4 eignet sich besser für NVDIMMs. Das sind praktisch Speichermodule, die ihren Inhalt erhalten, auch wenn die Stromversorgung gekappt wird. Dadurch hat man praktisch Geschwindigkeit wie beim normalen Arbeitsspeicher ungefähr auf diesem Niveau. Kann aber mit den Daten weiterarbeiten, aber damit das vernünftig funktioniert, mussten da ein paar Anpassungen vorgenommen werden. LazyTime ist eine neue Mount-Option, auch bei X4, um unnötige Updates von Datei-Metadaten möglichst zu reduzieren. Wer da was Genaueres wissen will, LWNet hatte da einen Artikel dazu. Für die Server-Admins hier in der Runde oder die Netzwerk-Admins, was auch noch bei 4.0 kommt, ist Congestion Control, Algorithmus pro Route festlegen. Das ist so ein bisschen Stauvermeidung, kann man über diese Congestion Control vornehmen, dass im Netzwerk kein Stau entsteht, ähnlich wie auf der Autobahn, sodass da halt gar nichts mehr vorangeht. Und bislang war das sozusagen eine globale Option und jetzt kann man das pro Route setzen, um dann auch, je nachdem wie wichtig die Daten sind, andere Sachen zu konfigurieren. Das war der erste Abschnitt. Das waren jetzt auch ungefähr die Viertelstunde. Mal gucken, ob wir in dem Tempo jetzt so weitermachen. Dann haben wir am Ende auch noch Zeit für Fragen. Was hat sich so in letzter Zeit ganz allgemein getan? Was wieder aktuell ist oder auch nie unaktuell war, ist ButterFS. Das ist ein Dateisystem, was gerne Next Generation Linux File System genannt wird. Sozusagen das nächste Dateisystem für Linux, sowohl auf Desktops als auch auf Server. Der Ausspruch ist mittlerweile über 7 Jahre alt, das Dateisystem 8. Das heißt, dieses Next Generation, das hat sich so gehalten, es hat sich seitdem aber viel getan und es hat auch ein bisschen länger gedauert, als es der eine oder andere erwartet hat. Letztendlich ist es bei manchen Sachen vielleicht schneller, bei manchen Sachen aber vielleicht auch langsamer. Was es das Dateisystem interessant macht, ist letztendlich aber eben nicht die Geschwindigkeit, sondern eben die Funktionen. Ich habe hier kurz die runtergerattert, ich werde da jetzt nicht drauf eingehen. Aber es sind schon ein paar coole Sachen dabei. Gerade ich habe zum Beispiel letztens meinen Arbeitsplatz-PC aktualisiert. Da kann man so einen Snapshot anlegen von der Root-Partition. Das dauert einen Sekundenbruchteil. Dann bleibt praktisch der Stand, wie er ist, einfach an der Seite liegen. Man macht das Update. Und wenn dabei irgendwas schief geht, kann man einfach dann wieder sagen, okay, alles, was ich bei dem Update gemacht habe, werf das wieder weg und mach mit dem alten weiter. Das heißt, man kann im Zweifel relativ einfach zurückrollen. Die Sache ist die, es wird halt seit 7 oder 8 Jahren entwickelt. Laut seinem Hauptentwickler sind die Kernfunktionen mittlerweile stabil. Einige der erweiterten Funktionen sind aber nach wie vor experimentell. Eine davon ist zum Beispiel die RAID 5 und 6 Unterstützung. ButterFS kann nämlich direkt im Dateisystem ein RAID konfigurieren.
Auch da wurde im letzten Jahr aber einiges getan. Seit 3.19 beherrscht RAID 5 zum Beispiel zwei Techniken, die für die Datenintegrität wichtig sind. Eine Technik, das ist die Scrubbing, da kann praktisch RAID Butterfest angucken, sind die Daten noch wirklich so gespeichert, wie ich sie damals gespeichert habe, mit Überprüfsummenvergleiche und dann erkennen, wenn da irgendwas schiefgegangen ist, wenn auf der Festplatte ein Bit gekippt ist, kann das bei RAID 5 sogar korrigieren, wenn die Informationen, die auf den Platten vorliegen, die intakten Informationen dazu ausreichen. Das ist typischerweise dann der Fall. Und was halt auch gilt unter 3.19 ist eben der Austausch eines Datenträgers. Aber wie gesagt, es ist nach wie vor experimentell. Die RAID 5 6 Unterstützung, die Kernfunktionen, wie gesagt, gelten als stabil und wird auch schon als Standard Root-Dateisystem bei OpenSUSE und SUSE Linux Enterprise Server und Desktop 12 eingesetzt. Die Hauptmotivation war eben diese Snapshots, mein Rollback, eben was ich gerade sagte, man macht ein Update und geht danach auf den alten Stand zurück, wenn was schief geht. Es gibt aber noch ein paar andere Gründe, die halt dafür sprechen. Und was man so in Foren sieht oder liest, scheint es nicht so, als hätten die Leute da größere Probleme mit. Für viele Leute funktioniert ButterFS einfach so. Auch Facebook und Google setzen es ein. Facebook hat sogar zwei der wichtigsten ButterFS-Entwickler sozusagen reingeholt und die werken jetzt, man sieht es auch tatsächlich daran, ButterFS aufzubauen, dass es bei Facebook produktiv eingesetzt werden kann, beziehungsweise wird auch da schon produktiv eingesetzt. Mit anderen Worten, ButterFS wird langsam alltagstauglich. Die Betonung liegt auf langsam. Es gibt nämlich durchaus noch einige Stolpersteine. Es ist zum Beispiel bei ButterFS manchmal so, weil es die Daten und Metadaten auf der Platte etwas anders speichert als traditionelle Dateisysteme, kann es vorkommen, dass der Platz für Metadaten und Nutzdaten auf der Festplatte schon eingeteilt worden ist. Und wenn dann der Platz für Metadaten voll ist, kann man keine neuen Sachen mehr speichern, obwohl augenscheinlich noch mehrere Gigabyte frei sind. Und dann muss man beigehen, ja, es ist ein bisschen vereinfacht, Hannes. Ja. Es gibt da in der CT26 war ein Artikel, der hat sich da etwas näher mit beschäftigt. Und das ist etwas ausführlich. Doch. Ein SUSE-Mitarbeiter hat sich nicht beschwert. Also es scheint halbwegs zu stimmen. Auch Journalisten machen ja bekanntlich Fehler. Auf jeden Fall muss man dann rangehen und praktisch das Dateisystem einmal einen Balance-Lauf machen lassen, dann werden die Daten ein bisschen hin und her geschoben und dann steht praktisch wieder freier Platz. Das muss man bislang halt ab und zu noch manuell machen. Bei OpenSUSE und SUSE Linux Enterprise sind Skripte dabei, die das automatisch machen sollten, aber es gab leider einen Bug, dadurch ist das standardmäßig nicht aktiviert. Ich glaube, bei SUSE Linux Enterprise ist der Bug mittlerweile behoben. Ein anderes Problem ist die Performance. Gerade bei Datenbanken und virtuellen Maschinen ist durch den Ansatz, wie ButterFS arbeitet, die Performance teilweise relativ dürftig. Und ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Wer da mehr wissen will, wie gesagt, diese Artikel in CT gibt es da, aber es finden sich auch anderswo Infos dazu, zum Beispiel im ButterFS-Wiki, warum das so ist und was man da machen kann. Man kann nämlich was dagegen machen. Letztendlich ist es aber dann so, man muss sich den Einsatz gut überlegen und ein bisschen mit diesem Dateisystem beschäftigen, wenn man irgendwas damit machen will. In einem Jahr oder zwei sieht das vielleicht noch schon wieder ganz anders aus. Wer Details wissen will, sieht auf YouTube ein Video von einem Google-Entwickler, wo er viele dieser Eigenschaften vorstellt, also was ButterFS kann, warum man auch nicht das von SUSE kommende ZFS-Dateisystem, was auch unter einer Open-Source-Lizenz steht, in Linux integriert hat und lauter so Sachen. Das wird da relativ gut erklärt, das ist halt so eine 3-4 Stunden lang. Nochmal kurz zu den anderen beiden Dateisystemen, die wirklich wichtig sind für Linux, das sind eben X4 und XFS. Die sind schon viele, viele Jahre alt. Für manche Einsatzzwecke halt auch definitiv besser geeignet als ButterFS. Aber auch wenn sie schon viele Jahre alt sind, die werden nach und nach immer wieder weiterentwickelt. Das heißt, das XFS heute speichert die Daten auf der Platte schon deutlich anders als vor 5 oder 10 Jahren. Das heißt, diese Dateisysteme wurden mit der Zeit an neue Gegebenheiten angepasst, damit sie sich eben für SSDs und immer größer werdende Dateisysteme eignen und damit auch die Performance immer noch ausreicht. Letztendlich, welches der drei Dateisysteme dann für was das Beste ist, kommt halt immer darauf an. Red Hat hat jetzt zum Beispiel auf XFS als Standarddateisystem bei RHEL 7 gesetzt. SUSE Linux Enterprise nutzt XFS als Standarddateisystem für Datenpartitionen und X4 ist einfach das, was einfach auch seit vielen Jahren gut tut. Nochmal Dateisystem OverlayFS. Seit Linux 3.18 kann der Linux-Kernel Dateisystem übereinander schichten. Ab 4.0 sogar mehrere.
Mit Übereinanderschichten ist gemeint, dass man praktisch mehrere, meinetwegen ein CD nimmt und dann ein anderes Dateisystem drüber legt, eben von einem USB-Stick. Und alles Geschriebene geht in die oberste Schicht, also in diesem Fall dann auf den USB-Stick. Das heißt, man kann mit der Kombination aus CD und USB-Stick praktisch ein nutzbares System haben, wie das halt bei vielen Live-CDs möglich ist. Das ist nicht nur bei Live-Medien interessant, das Ganze ist auch für Docker sehr wichtig, also die Containertechnik. Und auch im Embedded-Umfeld ist das viel gefragt. Da gab es auch schon ein halbes Dutzend Lösungen, waren es mindestens, die in den letzten 15 Jahren entstanden sind. Aber die haben immer die Qualitätsansprüche der Kernel-Entwickler nicht erfüllen können. Das bekannteste ist AFS, was auch bei Ubuntu standardmäßig genutzt wird auf den Live-CDs. Da gibt es aber durchaus einige Corner-Cases oder Ecken, wo es bekannte Probleme gibt. Und das war ein Grund, warum es nicht in den Kernel gegangen ist. Das Ganze war auch ein relativ komplexer Ansatz. Die Kernel-Entwickler wollten eher was Einfaches, deswegen ist es jetzt dann sozusagen erstmal das Overlay-FS geworden, was aber auch einige Probleme hat. Die werden jetzt so nach und nach noch angegangen. Das war's zu den Dateisystemen. Grafiktreiber. Nochmal kurz als Reminder, bei einem Standard-Linux sitzt ein wichtiger Teil des Grafiktreibers eben im Kernel, deswegen kommt das hier auch vor. Der 3D-Treiber sitzt zum Beispiel im User Space, der gehört typischerweise zum Mesa 3D, auch nicht zum X-Server, wie viele Leute glauben. Und der kommuniziert halt über den Kernel dann mit der Grafikhardware, deswegen braucht es da immer noch einen Kernel-Treiber. Die Intel-Treiber, also sowohl dieser 3D-Treiber als auch der Treiber für X, als auch der im Kernel, die sind nicht perfekt, aber ziemlich gut. Deswegen funktionieren Notebooks mit Intel-Chips eigentlich relativ häufig ganz gut zum Beispiel. Und deswegen haben die Treiber einfach auch einen guten Ruf. AMD hat einen relativ dürftigen Ruf gehabt lange. Die Open-Source-Treiber hatten eher mal Probleme und die proprietären Treiber, die es halt auch gibt, die unabhängig von dem Linux-Kernel entwickelt werden und den Linux-Distributionen, die hatten auch allerlei Probleme. Hier ist es aber so, gerade die Open-Source-Treiber, die eben im Kernel, Mesa und Co. stecken, die sind in den letzten 2 Jahren enorm viel besser geworden. Das heißt, letztendlich taugen die vielleicht noch nicht ganz so gut wie die Intel-Treiber, aber für viele, viele Dinge taugen sie einfach genauso gut. Und das Interessante ist, die sind für Spieler dann unter Umständen interessant, die Open-Source 3D-Performance wollen, weil die AMD-Grafikchips, die von diesem Treiber unterstützt werden, eben typischerweise etwas mehr Grafikleistung liefern als so eine Intel-Prozessor-Grafik. Und das heißt, wer da Open-Source-Treiber nutzen will, ist da eigentlich relativ gut mit bedient. Die proprietären Treiber sind immer noch so eine Sache. Da steht bei AMD auch ein größerer Wechsel an. Die Kernel-Treiber sind mittlerweile so gut geworden, dass die AMD-Entwickler planen, die proprietären Linux-Treiber dann für die nächste Grafikchip-Generation auf den Open-Source-Treibern aufzubauen. Wie das genau aussieht, muss ich noch zeigen. Das wurde vor mittlerweile 3-4 Monaten schon angekündigt. Gab es auch eine Tickermeldung bei heise.de und auch bei den Mitbewerbern. Wer da Details wissen will, kann dann nachlesen. Mal schauen, wie das alles so wird. Ja, Nvidia als dritter großer Grafikchip-Hersteller. Da ist halt im Kernel Mesa Pro der Nouveau-Treiber. Der lässt nach wie vor einiges zu wünschen übrig, dass Zwei-Bildschirm-Betrieb und einfach Desktop-Arbeiten funktionieren damit relativ gut. 3D funktioniert auch Hardware beschleunigt. Es ist aber meistens viel, viel langsamer. Der Grund dafür ist, dass der Nouveau-Treiber bei vielen Chips keine Taktregelung ermöglicht. Die meisten kennen das vom Prozessor, der kann halt ja mit 600 oder 1500 oder 2000 MHz laufen. So ähnlich ist es halt bei modernen Grafikchips auch. Und das unterstützt der Nouveau-Treiber bei vielen GeForce-Chips nicht. Das heißt, die Chips laufen dann in einem relativ langsamen Modus, was einer von mehreren Gründen ist, warum die 3D-Performance mit den Open-Source-Treibern häufig sehr dürftig ist. Nvidia arbeitet mittlerweile ein bisschen an diesen Treibern mit, das machen sie aber vorwiegend für den Embedded-Bereich, für einen Prozessor. Da haben die Desktop-Treiber noch nicht viel von profitiert. Die proprietären Treiber von Nvidia, die sind nach wie vor, wer proprietäre Treiber einsetzt, ziemlich gut und können alles und auch für Gamer interessant. Eben, weil man da dann auch wirklich sehr viel Leistung bekommt, ohne die Probleme, die man sie bei AMDs proprietären Treibern gerne hat. Rund um Grafiktreiber noch was anderes. Optimus, das automatische Ausschalten von GeForce-Chips bei Notebooks funktioniert mittlerweile. Also bei moderneren Notebooks ist es so, da ist eine Prozessorgrafik drin, typischerweise von Intel. Und bei manchen Notebooks ist es so, dass man eine Nvidia-Grafik zuschalten kann. Da war es lange so, dass dieser Nvidia-Chip unter Linux immer aktiv war,
auch wenn der Chip gar nicht benutzt wurde, obwohl man eigentlich den Bildschirm praktisch mit dem Intel-Chip angesteuert hat. Und das hat halt zu einem Stromverbrauch geführt, wodurch dann die Lüfter viel gelaufen sind und der Akku natürlich schneller war. Da ist es so, dass der Kernel seit 4-5 Versionen ungefähr diesen NVIDIA-Chip auf jeden Fall standardmäßig ausschaltet. Das heißt, der zusätzliche Stromverbrauch ist weg. Das heißt, diese Empfehlung, aus diesem Grund besser kein Optimus-Notebook zu kaufen, die gilt nicht mehr so ganz allgemein. Man kommt damit eigentlich unter Linux mittlerweile relativ gut klar, wenn es nur ums Ausschalten geht. Wenn es darum geht, die GPU zu verwenden, das ist nach wie vor so eine Sache für sich. Es gibt da Optimus, das kann es zuschalten, das ist aber ein bisschen trickreich gemacht. Bei Ubuntu kann man das relativ einfach einrichten. Dann kann man sich damit relativ gut arrangieren, aber bei anderen Distributionen ist es teilweise echt eine mühsame Quälerei. Und da ist es dann echt so, dass man sich wirklich überlegen will, will man das eigentlich? Weil manchmal bietet der NVIDIA-Chip so viel, gar nicht so viel mehr 3D-Performance, dass sich das lohnt. Gerade wenn man unter Linux nicht spielt, dann lässt man diese GPU dann einfach aus. Es gibt NVIDIAs proprietäre Treiber, unterstützt mittlerweile selber auch einen Weg, um diesen Grafikchip zu nutzen. Da ist aber so, dass man den ganzen X-Server im Moment neu starten muss. Das heißt, wenn man wechseln will von Intel auf NVIDIA, muss man alle Anwendungen beenden, einmal sich abmelden, dann kommt der X-Server mit dem anderen Grafikchip wieder hoch und dann kann man was dort machen. Das ist also sehr umständlich und richtig nervig. Das ist ein bisschen einfacher einzurichten und da kommt wahrscheinlich noch mehr, dass man das einfach dynamischer nutzen kann. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Nochmal was zu Grafiktreibern im Allgemeinen. Ich hatte eben schon gesagt, der Intel-Treiber ist nicht perfekt. Letztendlich ist es so, dass noch keiner der Open-Source-3D-Treiber OpenGL 4.0 unterstützt. Die sind alle noch bei OpenGL 3X. Bei den meisten ist es dann halt die aktuelle OpenGL, das ist, glaube ich, OpenGL 3.5. Da war es 3.4. Korrigiert mich einer, wenn ich Unfug erzähle. Keiner sagt was. Was auch noch ein allgemeines Problem ist, bei allen Grafiktreibern sind 4K-Displays und Multiscreen-Transport. Typischerweise tritt das zusammen auf. Bei 4K-Displays ist es so, dass diese Bildschirme gegenüber dem Betriebssystem behaupten, es wären zwei Bildschirme. Und das Betriebssystem muss dann praktisch ein Gesamtbild daraus zusammensetzen. Das heißt, die linke Hälfte ist ein Bildschirm, die rechte Hälfte ist ein anderer Bildschirm fürs Betriebssystem. Aber damit das natürlich vernünftig aussieht, und der Nutzer davon nichts merkt, muss das Betriebssystem da halt eingreifen und sozusagen ein Gesamtbild komponieren. Und das geht manchmal schief, dass man plötzlich irgendwie die linke Seite rechts hat und die rechte Seite links oder solche Späße. Da gibt es die kuriosen Sachen. Und da arbeiten die Kernel-Entwickler dran oder haben sie in den letzten Monaten gearbeitet. Kernel-seitig müsste jetzt eigentlich alles da sein, damit es geht, aber das muss auch noch im X-Server und Mesa und dann auch in Wayland was gemacht werden, damit das alles so funktioniert. Das Ganze ist auch für Notebooks und Dockingstation interessant, weil da sind die externen Ausgänge an den Dockingstation teilweise auch über dieses MST angebunden. Unabhängig vom Kernel, was sich da kernelar getan hat, ist, dass Wayland langsam kommt. Das ist so der designierte Nachfolger für den X-Server, was schon eigentlich auch schon nicht mehr ganz korrekt ist, weil das sind die Kompositoren, die Wayland nutzen zur Display-Ausgabe, die dann eigentlich den X-Server beerben. Das heißt, da ist es so, dass die GNOME-Shell praktisch dann, die er jetzt im Moment sozusagen den X-Server nimmt, um das Bild auszugeben, dann praktisch mit Hilfe der Wayland-Techniken das Bild selber ausgeben kann. Das Ganze kommt jetzt so langsam mehr und mehr. Das ist ähnlich lang in Entwicklung wie ButterFS. Aber Fedora 22, was für Mai geplant ist, wird Wayland für den Login-Manager benutzen. Die Bedienoberfläche wird da standardmäßig noch mit dem X-Server betrieben werden. Man kann aber auch Wayland nutzen. Ich habe das auf diesem Notebook auch schon ausprobiert. Es ging eigentlich schon ziemlich gut, aber eigentlich und ziemlich gut heißt auch, es gab so ein paar nervige Dinge, deswegen habe ich dann nach einem Tag dann doch wieder gesagt, okay, dann nicht. Das war aber noch mit Fedora 21, bei 22 soll es besser werden. Und mal gucken, wie das weitergeht. OpenSUSE und die anderen werden da wahrscheinlich dann irgendwann nachkommen, aber das Ganze geht noch langsam los. Also in einem Jahr ist es dann, mal gucken, vielleicht ist es dann Standard. Abwärtskompatibilität für Anwendungen, die für den X-Server geschrieben sind, gibt es über X-Wayland. Das hat sich auch im letzten Jahr erst so richtig entwickelt. Damit funktioniert es dann auch, wie bisher, eine Anwendung, die irgendwo auf einem anderen Rechner läuft, auf dem lokalen Rechner auszugeben. Das kann Wayland bisher noch nicht, beziehungsweise Wayland ist auch, da wäre der falsche Ansatz, müsste dann eben in diesen Kompositoren, eben wie der GNOME Shell, implementiert werden, um Anwendungen von anderen Rechnern darzustellen, ohne die X-Protokolle zu verwenden. Das kommt aber sicherlich auch noch. Was halt noch nicht absehbar ist, wann die proprietären NVIDIA-Treiber Wayland unterstützen werden,
aber Nvidia scheint da schon Vorbereitungen zu treffen, damit das Ganze irgendwann der Fall sein wird. Netzwerk tut sich auch einiges. Da gab es bei 3.18 ein sogenanntes Transmission Queue Batching. Das Ganze bedeutet, wenn man rangeht und gerade irgendwie ein Paket bekommen hat, um es zu versenden, guckt der Kernel nochmal nach, liegt da schon das nächste Paket zum Versenden bereit und nimmt das gleich mit. Das klingt jetzt relativ einfach, war auch eine relativ überschaubare Änderung. Letztendlich ist es aber so, dass der Kernel dadurch plötzlich Sende-Performance nahe am theoretischen Maximum der jeweiligen Verbindung ermöglicht. Das heißt, es geht einfach viel mehr durch die Leitung. Und die CPU-Last ist auch deutlich geringer. Gerade bei Embedded oder so ist das interessant, wobei da unter Umständen natürlich dann ist nicht unbedingt auch ganz so viel Durchsatz ankommt. Das war jetzt eine der Sachen, die sich in den letzten Monaten noch so getan haben. Dann gab es auch zuletzt kürzlich noch einen Netzwerktreiber, um Container zu verbinden, neue Flex, um Anwendungen sozusagen da auf dem CPU-Kern laufen zu lassen, auf dem der die Daten annimmt, wenn sie aus dem Netz kommen. Das kann die Lokalität und damit die Performance wieder verbessern. Dann gibt es für Datacenter TCP auch, um die Routen oder das Handling in größeren Rechenzentren zu optimieren. Also letztendlich kann man einfach sagen, die Entwickler finden nach wie vor enorm viel zu verbessern im Netzwerkbereich. Obwohl man ja vielfach irgendwie denkt, ach Netzwerk, das ist doch eine Steinzeittechnik, da gibt es nicht so viel, aber nichts, da tut sich immer noch ganz, ganz viel. Wer einen Überblick über das Ganze haben will, es war kürzlich eine Konferenz, da hat der Maintainer des Netzwerksubsystems einen guten Überblick gegeben, was in letzter Zeit passiert ist und was auch so in Arbeit ist. Einfach bei YouTube nach NetDev und 0.1 im Keynote suchen. Tracing und Performance Monitoring ist auch was, wo sich viel getan hat. Also wenn man irgendwie nachgucken will, warum ist meine Anwendung langsam oder warum ist das ganze System hier langsam. Früher, wo Linux einfach sehr, sehr schlecht war, da war Sun und Solaris mit dem D-Trace recht berühmt für, dass das relativ gute Möglichkeiten bietet. Und da ist es so, dass der Berkeley Package Filter im Kernel mittlerweile aufgebohrt worden ist zu einem eBPF. Und das schafft Grundlagen für D-Trace-ähnliche Möglichkeiten. Die sind aber noch nicht komplett umgesetzt worden. Das ist also, wie gesagt, was in den letzten Monaten passiert ist. Da kommt noch in den nächsten Monaten noch mehr Arbeit. Mal gucken, vielleicht gibt es dann Sachen, die Linux es dann irgendwann mit D-Trace aufnehmen kann. Letztendlich ist es aber auch schon so, die anderen Tracing-Möglichkeiten, eben das Performance Monitoring mit Perf oder das Function Tracing mit F-Trace, die sind in den Jahren enorm mächtig geworden. Und da kann man Dinge mitmachen, die für viele Sachen schon vollkommen ausreichend sind. Wer da einen Überblick haben will, da gibt es mehrere Vorträge von Brandon Gregg. Der hier war letztes Jahr auf der LinuxCon Europe, die einfach sehr gut einen Überblick darüber geben, was man heutzutage so machen kann. Der hat hier auch so ein Schaubild, welche Tool man wo ansetzen kann, wenn es irgendwo Probleme gibt, wie man irgendwie rankommt, rausfindet, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem. Einfach nach Brandon Gregg googeln, dann landet man bei ihm auf der Homepage und findet eben diese Webseite, die ich hier zeige, die einen relativ guten Überblick gibt, was man wofür nutzt. So, was noch? Ich habe eben schon mal so magisch erwähnt, der NVMe-Treiber wurde optimiert. Das ist letztendlich zu verdanken an Änderungen im Block-Layer. Da haben die Kernel-Entwickler alle umgeändert, um eben kürzere Latenzen zu bieten und auch den Durchsatz zu steigern, eben auch, um aus Storage-Hardware einfach mehr rauszukriegen, eben aus SSDs, aber auch aus anderer Hardware. Da werden jetzt nach und nach auch so einige Treiber rübergeholt, dass sie auch diese neue Infrastruktur nutzen und das kann auch durchaus mal Performance bieten. Was auch noch neu ist, ist die Render-Nodes. Das heißt, wenn man eben zum Beispiel dieses Optimus hat, wo so ein NVIDIA-Chip drinsteckt, der zuschaltbar ist, dass man da praktisch den NVIDIA-Chip zuschalten kann, um ihn zum Beispiel nur für Berechnungen zu benutzen. Unabhängig von der Bildschirmausgabe, die der Chip ermöglicht. Das geht auch seit einer Zeit. Und das ist auch eine der Techniken, die benutzt wird, eben über diese Zuschaltfunktionen, die jetzt möglich sind. Und was sich eigentlich immer wieder ändert beim Kernel, ist die Hardware-Unterstützung. Ich hatte eben mal diese Elantech-Treiber erwähnt. Es ist eigentlich bei jeder neuen Kernel-Version sind hunderte Treiber, die aktualisiert werden und immer ein Dutzend oder zwei, die neu sind. Wenn es an Treibern fehlt, dann ist es häufig so, dass man am besten erstmal beim Kernel nachguckt, ob denn nicht die neue Version Treiber dafür mitbringt, weil da tut sich ständig was. Das war der zweite Abschnitt. Jetzt geht es zum dritten. So langsam kommen wir dann auch zum Ende. Viertelstunde noch, dann seid ihr erlöst. KDBus ist das, was gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ein Dienst für Inter-Process Communication, also IPC, der im Kernel arbeitet.
der aller Wahrscheinlichkeit in 4.1 einzieht. Das heißt also die Version, die dann nach Mitte April entwickelt wird und dann irgendwann im Juni, Juli rauskommt. KDBus ist konzipiert als Nachfolger für den DBus Daemon. DBus ist ein IPC-Dienst, der bei aktuellen Linux-Distributionen stark genutzt wird, wenn Prozesse miteinander kommunizieren müssen, gerade GNOME oder KDE. Da kommuniziert vieles untereinander über DBus, beziehungsweise wenn die vom System irgendwas wollen, wenn dann irgendwelche Hintergrunddienste sind, können die auch über DBus praktisch mit Systemdiensten sprechen und da Informationen abfragen. KDBus ersetzt aber nicht direkt DBus, sondern nur den Daemon, eben den Transportweg von DBus. Was da übertragen wird, ist letztendlich primär DBus, wie es jetzt schon über den DBus-Daemon transportiert wird. Warum was Neues? Letztendlich bringt die Integration in den Kernel vor allen Dingen bessere Performance. Dadurch ermöglicht das neue Einsatzgebiete. Also es ist einfach so, dass bislang größere Datenmengen ausgetauscht über DBus war einfach so langsam, dass es keine Anwendung gemacht hat. Aber für manche Einsatzzwecke ist das einfach ganz interessant. Und das heißt, KDBus wird da wahrscheinlich auch neue Einsatzgebiete machen. Ja. Es verbessert die Abschirmung. Dadurch, dass es im Kernel ist, können dann Techniken wie AppArmor, SE Linux und so weiter da direkt besser mit interagieren. Und dadurch ermöglicht es auch eine relativ einfache Möglichkeit, um zwischen Containern zu kommunizieren. Und was es auch möglich ist, ermöglicht es, dass es schon sehr früh im Bootprozess benutzbar ist. Also direkt, wenn der Kernel hochfährt, dass KDBus einfach schon zur Verfügung steht, damit die Prozesse untereinander kommunizieren können, was unter Umständen für das in Systemd enthaltene UDEF wichtig ist. Letztendlich also Performance, Sicherheit und Early Boot, das sind so die drei Schlagwörter. Und wichtig ist das unter anderem für Linux Desktop Apps, ist auch teilweise bekannt als GNOME Apps. Es gibt dann verschiedene Entwicklergruppen, die da an was arbeiten, dass Anwendungen eben ähnlich wie beim Mac so als einzelne Dateien kommen und da steckt eben letztendlich vieles von dem drin, was man braucht, und um diese Anwendung auszuführen, zusätzlich noch ein paar Sachen stellt dann noch die Distribution. Und da ist es dann so, wenn man zwei oder drei von diesen Anwendungen hat, dass die dann über KDBus performant kommunizieren können. Gleichzeitig ist es aber, bringt es dabei auch noch Absicherung vom System, weil die dann wie bei Container-Virtualisierung praktisch in einem abgeschotteten Bereich laufen oder ähnlich auch wie bei Android, da ist es auch so. Details auch da wieder bei YouTube, da hat Lennart Pöttering letztens einen Vortrag gehalten, der auf die Dinge eingeht, der heißt Get on the Bus, einfach bei YouTube suchen, beziehungsweise, wo es auch viele Infos dazu gab, war ein Postman-Vortrag, auch von Lennart. Da hat er auch sehr, sehr ausführlich beschrieben, was die Motivation dafür ist. Was tut sich noch? Jetzt kommt Hannes Spezialgebiet, Festplatten mit SMA. Das ist die Abkürzung für Shingled Magnetic Recording. Da ist es dann so, dass Speicherbereiche auf der Festplatte sich so ein bisschen überlappen wie Dachschindeln. Und ähnlich wie bei Dachschindeln, wenn man irgendwo in der Mitte eine austauschen will, das geht nicht so einfach, weil die hängen aufeinander. Dadurch ist es dann so, wenn man eine kleine Änderung vornehmen will, müsste man eigentlich einen ganzen riesigen Bereich neu schreiben. Also praktisch alles, was sich auch die ganzen Schindeln runter und alles nochmal neu drauf mit der Änderung. Das macht man natürlich nicht. Um das zu vermeiden, gibt es dann Spezialbehandlungen. Da wird dann weiter beschrieben. Statt irgendwas zu ändern, mehr möchte ich da auch nicht drauf eingehen, weil es gibt morgen um 10 Uhr in Raum V4. Was passiert noch? 3D für virtuelle Maschinen, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Einer ist Virtual 3D, da werden praktisch die 3D-Befehle aus der VM an die Hardware nach oben durchgereicht. Das heißt, da wird sozusagen ein Loch nach oben durchgereicht, um dann 3D-Befehle mit ordentlicher Performance auf der richtigen Grafik-Hardware auszuführen. Das ist noch in einem sehr frühen Stadium, das wird sicherlich noch, würde ich schätzen, ein Jahr oder vielleicht sogar noch zwei dauern, bis das in die Distribution ankommt, wenn es denn alles überhaupt so klappt, wie es klappen soll. Da sind nämlich auch noch Security-Aspekte, die abgeklopft werden müssen. Was ein bisschen weiter ist, ist bei Intel Zen GT bzw. KVM GT, da werden Teilfunktionen der Grafikeinheit in die VM hineingereicht. Das ist so ähnlich wie die normale Virtualisierung mit dem Prozessor, dass dann wirklich eine Teilfunktion in die VM reingereicht wird, um da ordentliche Performance zu liefern. Aber auch da ist noch einiges an Arbeit, was getan werden muss, bis das Ganze wirklich funktioniert und auch in die Distribution ankommt. So, jetzt kommt nochmal der Schnelldurchlauf, was sich sonst noch so tut.
Wie können Entwickler arbeiten an besserer Kompatibilität für das Jahr 2038? Für die Älteren hier, die können sich noch an das Jahr 2000 erinnern. Ja. Bei 2038 lauert noch so ein Problem. Einige von uns sind dann schon auf Rente, aber noch nicht alle. Und die Kernel-Entwickler machen das gerade alle fit, weil das sind halt von jetzt ab an auch nur noch 23 Jahre. Die Geräte werden jetzt gebaut für 2000. Genau, und die Geräte werden halt jetzt gebaut. Das heißt, da ist Linux eigentlich schon spät dran. Mindestens eins der BSDs hat es, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Jahren gefixt. Aber bei Linux war das auch nicht ganz so einfach, aus Gründen, die man bei LVNet zum Beispiel nachlesen kann. Was tut sich noch? Kernel Tinification. Es gibt ein paar Entwickler, die arbeiten gezielt darauf hin, den Kernel zu entschlacken. Dadurch wollen sie den Linux-Kernel fit machen für Geräte, wie sie das Internet of Things einsetzen will, dass dann irgendwelche Glühbirnen oder so, dass dann da ein Betriebssystem drauf läuft. Die Kernel-Entwickler haben tatsächlich fast so ein bisschen Angst, dass, wenn sie das nicht machen, irgendein anderes Betriebssystem da von unten nachkommt und sie dann unter Umständen ihnen von unten irgendwann das Wasser abgräbt, wenn es dann immer größer wird. Mal gucken, das ist aber auch noch sehr umstritten. Es gibt da immer mal Streitereien zwischen etablierten Entwicklern, die dann irgendwelche, wenn die Tinification-Leute wollen, dann Features optional machen, wo die regulären Maintainer sagen, hey, das braucht doch jeder. Und da gibt es noch allerlei Konfliktpotenziale. Ich glaube, ich überspringe jetzt mal ein paar Sachen, was vielleicht für die Compiler-Leute noch interessant ist. LLVM für Linux, die Kernel-Entwickler und die LLVM-Leute, da gibt es ein paar, die arbeiten darauf hin, dass sich Linux mit C-Lang, also diesem C-Compiler auf LLVM-Basis kompilieren lassen soll. Das ist so, LLVM 3.6 bringt schon alles Nötige dazu mit. Man braucht noch ein paar Kernel-Patches, aber dann kann man halt auch mit C-Lang den Linux-Kernel kompilieren. Was noch? Realtime-Entwicklung geht nach wie vor. Da gab es eine größere Finanzierungslücke, könnte man so sagen. Da gab es auch so ein paar Streitereien. Das ist jetzt wieder ein bisschen in Gang gekommen. Und was da fehlt, ist tatsächlich immer noch Geld, was die Entwickler brauchen, um eben diese Realtime-Erweiterung, eben die Echtzeitfähigkeiten ermöglichen, die uns unter anderem in der Industriesteuerung wichtig sind, um diese Erweiterung wirklich in den Upstream-Kernel zu bringen. Da ist schon viel über die Jahre in den offiziellen Kernel eingezogen, aber so ein paar Sachen haben es bis heute nicht geschafft. Und da ist es so, dass da noch Gelder fehlen und auch noch Gelder gesucht werden. SSHDs war letztens auch was, sieht aus wie eine normale Festplatte, da ist auch eine normale Festplatte drin, da ist aber auch eine SSD drin. Da hat letztens ein Entwickler mal was vorgestellt, wie man eben die wichtigen Daten näher auf die SSD bekommt. Das war aber mehr so ein Prickelansatz und seitdem habe ich auch nichts gehört. Da gehen wir auch mal drüber, weil die Zeit langsam knapp wird. Ein paar Sachen will ich noch loswerden im letzten Abschnitt. Falls es den einen oder anderen interessiert, die Kernel-Entwicklung ist in letzter Zeit so ein bisschen schneller geworden. Neue Versionen erscheinen jetzt alle 2 Monate. Also ziemlich genau sind es eigentlich 9 Wochen. Manchmal ist es eine Woche mehr, manchmal ist es eine Woche weniger. Also letztendlich alle 2 Wochen kann man sich darauf einstellen, dass eine neue Kernel-Version kommt. Ich habe auf den Apache Online dann mal so eine kleine Tabelle. Eben hier in der 4. Spalte sieht man halt meistens, teilweise waren es sogar nur 53 Tage, meistens 63. Ja. Letztendlich ist es auch so, in dieser Zeit werden ungefähr 12.000 Änderungen vorgenommen am Kernel. Und falls es den anderen interessiert, 80% der Änderungen stammen von Entwicklern, die für ihre Arbeit am Kernel bezahlt werden. Wer an solchen Details irgendwie Freude hat oder so, findet da einen Bericht von der Linux Foundation. Das ist mittlerweile die 5. Überarbeitung, die ist vor 3 oder 4 Wochen erschienen. Gab es auch damals eine Tickermeldung auf Heise Online. Findet man aber auch unter dem Titel How fast is it going, who's doing it? Oder wie gesagt, mich einfach fragen. Denn eigentlich gibt es zu allem, was ich hier irgendwie erwähnt habe, Präsentationsfolien, Artikel oder Videos im Netz. Wenn irgendwer zu irgendwas mehr wissen will, entweder selber googeln oder mich nochmal fragen. Viele der Themen, die ich hier halt einfach mal mit 3, 4 Wörtern erwähnt habe, da machen andere irgendwie 2 oder 3 Vorträge von 2 oder 3 Stunden. Deswegen habe ich auch das eine oder andere ein bisschen wirklich radikal runtergekürzt. 2 Sachen noch loswerden. Wenn ich immer so Zuhörer habe, dann denke ich mal, muss ich ja nochmal was sagen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Leute beim Testen helfen. Ich merke das immer auch bei Heise immer wieder, die Leser dürfen uns anrufen. Und gerade Leute, die irgendwie 5 oder 6 Jahre alte Hardware haben, die sagen dann, ja, ich habe das und das und es funktioniert jetzt plötzlich nicht mehr.
Und da ist es halt so, ja, wenn man irgendwas relativ Exotisches hat, was sonst auf der Welt keiner hat, dann kann es halt einfach bei Umbauten mal vorkommen, dass da irgendwas aus Versehen kaputt gemacht wird. Das heißt, wenn man da dann sofort testet und das sieht, kann man sofort schreien, hey, da ist irgendwas, ihr habt da irgendwas umgebaut, das geht jetzt nicht mehr, was ist denn da los? Das Problem ist, wenn man nicht testet, sondern das erst macht, wenn man, was weiß ich, das nächste Ubuntu LTS gewechselt hat, ist diese Änderung möglicherweise schon 2 Jahre alt und da kann sich keiner mehr daran erinnern, was da vielleicht die Ursache dafür ist, dass irgendwas plötzlich nicht mehr geht. Das heißt, gerade wenn man irgendwas abseits hat, jenseits des Mainstreams hat, ist es wichtig zu testen und den Kernel-Entwicklern oder regelmäßig zu testen und den Kernel-Entwicklern gleich Bescheid zu sagen, wenn irgendwas nicht geht. Ich selber mache das übrigens auch. Hier läuft eine Vorabversion von Linux 4.0. Die hat auf diesem Rechner, ich mache das selber auch auf meinem Arbeitsplatz-PC, da gab es tatsächlich einen Fehler. Zum Glück hatte den aber schon jemand anders gemeldet. Da muss ich jetzt nur noch warten, dass der Fix kommt, beziehungsweise der ist auch schon in Arbeit. Und das war auch nur was, dass hohe CPU-Last entstand. Also nichts, dass mir der Rechner dabei um die Ohren geflogen ist, ist eigentlich nie vorgekommen. Und ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Da machen die Kernel-Entwickler, sind da sehr gut dabei, aufzupassen, dass da nichts kaputt geht. Die zweite Sache, die ich noch loswerden will, erzählt mir, wie ich das hier gemacht habe, ob ich euch zugelagert habe, ob ich hätte weniger Themen machen sollen, ob ich irgendwas mehr erzählen sollen, ob ich scheiß Artikel bei Heise schreibe, was ich sonst besser machen soll. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin manchmal ein bisschen norddeutsch und wirke vielleicht ein wenig in mich gekehrt und man kann mich auch einfach hier draußen auf dem Flur mal ansprechen, wenn man mich erwischt. Und sagt mir ruhig, was ich denke. Das ist der Vorteil des Norddeutschen. Ich kann eigentlich alles ab. Also, man sollte mir nicht an den Kopf werfen, ich sei ein Nazi, aber das ist auch eines der wenigen Dinge, wo ich allergisch reagiere.